Magdeburgs neueste Sporthalle, die Wolfgang-Lackemacher-Halle, war Austragungsort der aktuellen SES-Boxgala. Die Halle so neu, dass noch nicht alle Dinge funktionieren, und bei über 30 Grad Außentemperatur war die Klimatisierung der Halle einfach überfordert. Insgesamt 9 Kämpfe. Hier ein Ausschnitt aus der 4. Runde der Begegnung von Arthur Henrik aus Bremen gegen den Venezolaner Humberto Diaz. Fragwürdig, wie einen Profiboxer mit so einer Fransenhose in den Ring schickt, aber der Südamerikaner hatte zu keiner Phase des Kampfes auch nur den Hauch einer Chance. Und das hier ist der linke Haken, der diesen Kampf beendet. Gewinner dieses Kampfes, Arthur Henrik! Legen wir jetzt die Aufmerksamkeit auf die deutsche Meisterschaft im Superweltergewicht. Hier Marco Martini auf dem Weg in den Ring. Sein Gegner ist Marlon Jemski aus Görzig und der hat sich viel vorgenommen. Marco Martini ist 30 Jahre alt und hat mit 22 Kämpfen eine Menge Erfahrung. 8-mal hat er den Sieg durch einen Niederschlag erringen können. Mit nur 9 Kämpfen, davon 4 durch K.O., gilt Marlon Jemski, 22 Jahre alt, als der junge Ungestüme gegen den erfahrenen Älteren. Und der schafft sich gleich zu Anfang gehörig Respekt. Immer wieder gelingt es dem Wuppertaler Marlon, in die Defensive zu dringen und ihn mit Schlägen einzudecken. Auch wenn sehr viel davon auf die Deckung geht. Die Zuschauer erleben mit, dass sich Marlon das wahrscheinlich deutlich leichter vorgestellt hatte. Bis zur 7. Runde wiederholt sich das Bild, auch wenn es dem jungen SES-Boxer zunehmend gelingt, auch eigene Aktionen ins Ziel zu bringen. In der Pause zur 8. Runde dann die überraschende Aufgabe des Wuppertalers. Am Mikrofon nach der Siegerehrung begründete Marco den Schritt damit, dass er keine Kraft hatte, um die kompletten 10 Runden zu gehen und er eine K.O.-Niederlage befürchtete. Die hätte ihn dann, mit der damit vermundenen 6-monatigen Sperre, aus dem Boxring verbannt, und das wollte er in Abstimmung mit seinem Trainer vermeiden. Aber gewinnt ein junger Mann aus Gürzig diesen Kampf. Er ist neuer deutscher Meister im Superweltergewicht. Herzlichen Glückwunsch, Marlon Jemski! So ist jetzt also Marlon Jemski deutscher Meister im Superweltergewicht.